Fürs Facelifting des Auris verpasste ihm Toyota auch gleich einen Hybridantrieb. Der neue Auris ist laut Toyota auf den europäischen Markt zugeschnitten. Hatte der umweltbewusste Kunde mit Hang zu grünen Antriebstechnologien bisher nur die Wahl zwischen teuren Öko-Exoten und Design-Sonderlingen, so tritt die Kombination aus Otto und Elektromotor nun erstmals in einem Kompaktwagen auf. Gleich zwei Antriebsquellen stecken unter dem Blech. Ein 1,8 Liter Benziner mit 99 PS und ein 82 PS starker Elektromotor. Der Verbrennungsmotor dient bei hohen Geschwindigkeiten als Hauptantrieb. Nebenher lädt er bei Bedarf die Batterie auf, die den Elektromotor mit Strom versorgt. Dieser schaltet sich beim Anfahren und Beschleunigen als Unterstützung vollautomatisch zu. Das Prinzip ist also genau gleich wie beim Prius. Äußerlich gibt sich der Hybrid unauffällig. Lediglich in Details wie dem geänderten Stoßfänger und einigen Hybridplaketten unterscheidet er sich von den konventionell motorisierten Auris-Versionen. Die Zurückhaltung könnte sich als Plus herausstellen, denn das antriebstechnisch identische Schwestermodell Prius mit seiner aerodynamischen Karosserie ist halt nicht gerade ein Kundenfänger. Auch der Innenraum gleicht dem von Benziner und Diesel weitgehend. Statt eines Drehzahlmessers gibt es allerdings eine Ladungs-Entladungsanzeige für die Batterie. Statt eines Gangwahlhebels ragt ein kleiner Joystick aus der Mittelkonsole. Die Passagiere können sich nicht über Platzmangel beschweren. Die sperrige Nickel-Metall-Hydrid-Batterie ist im Kofferraum untergebracht. Das Ladevolumen gegenüber dem konventionellen Auris sinkt um rund 40 auf 310 Liter. Bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h kann der Auris rund 2 km rein elektrisch fahren. Dann ist der gespeicherte Strom erst einmal aufgebraucht. Und Benzinmotor und Bremsenergierückgewinnung müssen für Nachschub sorgen. Im Schnitt soll der Auris Hybrid 3,8 Liter Benzin auf 100 Kilometer brauchen und 89 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Der Toyota Auris Hybrid geht im Juli in den Verkauf. Die Preise beginnen bei 33.900 Franken.